Hallo Frankfurt, hallo Kino, hallo Filmmuseum und in dieser wunderbaren Reihe Carte Blanche. Heute haben wir einen Geburtstag zu feiern. Heute feiert Wim Wenders seinen 70. Geburtstag. Und schon alleine deswegen, und weil er ein persönlicher Freund ist von mir, und weil ich auf seiner letzten Party hier in Berlin, der letzte Gast war morgens um 7, volltrunken, die Tür abschloss, als er den Goldenen Bären für sein Lebenswerk bekam, in einem aufgestellten Fotoautomaten mit ihm völlig verrückte Fotos machte, suchte ich heute einen Film, der mir damals schon, und nicht nur mich, sondern einer gesamten Generation von Filmemachern und nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, einen großen Einfluss hatte. Paris, Texas, dass er mit seinem wunderbaren Kameramann Robbie Müller drehte, eine Bildgestaltung, eine Erzählweise, die bis heute immer gegen die Zeit war, immer seinem eigenen Genius folgend, seiner inneren Stimme, was er für richtig hielt. Fast alle seine Filme haben mit der Sehnsucht auch seines eigenen Lebens zu tun. Hört in sich hinein und empfindet eine Sprache und einen Rhythmus, der meist gegen die Zeit, meist gegen diesen Zeitgeist, meist gegen diese Art von Modenlaufen, aber gleichzeitig so einzigartig sind, dass sie nicht unbemerkt bleiben. Vielleicht der einzige große Filmstar, den wir in Deutschland haben, in der jetzigen Zeit, ob man ihn mag oder nicht, was seine Ästhetik angeht, sei dahingestellt, es gibt niemanden, der den deutschen Film im Ausland so stark präsentiert und repräsentierte wie Wim Wenders. Und in Paris, Texas, mit der Musik von Ry Cooder, einen Klassiker schuf, der nicht mehr wegzudenken ist aus der Filmgeschichte. Sie haben heute Abend das Vergnügen, an seinem Geburtstag diesen Filmklassiker zu sehen. Viel Spaß!